Hallo, ich bin Susanne Wagner und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfache Aufnahmen für dich nutzen und zu einer guten Ergänzung deiner Übepraxis machen kannst. Du erfährst, was du als Grundausstattung brauchst, welche Apps du nutzen kannst und schließlich, was du mit den Aufnahmen überhaupt machst. Warum solltest du dich eigentlich überhaupt aufnehmen wollen? Also ich stelle immer wieder fest, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen dem gibt, was ich glaube zu spielen oder was ich gerade meine gemacht zu haben und dem, wie es dann tatsächlich klingt. Und das geht natürlich jedem so. Also trau deinen eigenen Ohren nicht, beziehungsweise deinem eigenen Eindruck nicht, sondern höre dir selbst ganz aufmerksam zu und vor allem objektiv. Also sorge dafür, dass du objektiv das einschätzen kannst. So, und jetzt kommen wir hier schon zu den Apps sozusagen, die du nutzen kannst. Also zuerst einmal, dein Handy reicht völlig aus. Also das hast du immer zur Verfügung. Du kannst das ganz schnell rausholen. Du hast die Apps immer drauf. Also wenn du es unkompliziert haben möchtest, nutz einfach dein Handy. Und für Android eignet sich das Audio Rack. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und das ist wirklich zum Beispiel für Querflöte am besten, weil das den Klang recht gut wiedergibt und nicht so überempfindlich reagiert und dann das Instrument nicht so als Geräuschquelle und Störquelle so ausfiltert oder sowas, sondern das funktioniert wirklich ganz gut. Und eine schöne Alternative, beziehungsweise eine noch bessere Möglichkeit wahrscheinlich für iPhone ist Tunable. Da gibt es dann noch die Möglichkeit, dass du das Stimmgerät hast du gleich mit dabei und Metronom ist mit dabei und vor allem wird während du spielst oder beziehungsweise danach wird ausgewertet, wie viel Töne du getroffen hast, welche Töne du ganz oft nicht getroffen hast, also wo du so ein bisschen daneben sozusagen warst. Also das gibt dir sozusagen noch ein paar Daten, die es während deines Spiels sammelt und nimmt nicht nur auf. Aber wenn du dich einfach nur selbst beurteilen möchtest und einen Eindruck von dir machen möchtest, dann haben möchtest, dann reicht Audio Rec völlig aus. Und wie gesagt, Handy reicht völlig aus. Du kannst zusätzlich noch so ein Lavalier-Mikrofon, so ein Ansteckmikro dir besorgen. Besonders wenn du Schülern oder anderen Menschen so ein bisschen mehr zeigen möchtest und dann so weg vom Mikro und wieder ran ans Mikro gehst. Also du merkst, wenn ich das jetzt hier mache, dann ist es natürlich ziemlicher Quatsch, weil du mich dann nicht mehr hören kannst. Aber wenn ich das Mikro hier bei mir dran habe, dann kann ich mich auch mal ein bisschen freier bewegen und macht Sinn, ne? Die gibt es auch ganz günstig. Das kann ich dir auch noch mit verlinken hier. Alternativen zum Handy wären zum Beispiel ein Testcam. Also du siehst hier in der Mitte, siehst du meinen Testcam, den habe ich nämlich mal mitgenommen, um Wind aufzunehmen. Deswegen gibt es auch diesen Windpuschel da. Die sind ganz flexibel und diese Mikros, die sind so fein. Also du solltest das Teil nicht in der Hand haben, sondern du solltest das irgendwo anstecken oder ablegen können, weil die Mikros wirklich extrem gut sind. Also ich bin immer wieder total beeindruckt, wie präzise der Klang ist, wie fein das reagiert und wie göttlich das eigentlich klingen kann. Also das ist wirklich beeindruckend. Also ich bin ein Testcam-Fan, das merkt man, glaube ich. Andere schwören auf Zoom, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das wären auf jeden Fall gute Alternativen. So. Ja, was ist denn eigentlich mit den Kriterien für deine Selbstbeurteilung? Wie gesagt, die Tonqualität kannst du beim Handy erstmal außen vor lassen. Das ist nichts Schlimmes oder so. Also es klingt nicht schlimm. Ich nehme auch sehr, sehr viele meiner Videos tatsächlich mit dem Handy einfach auf. Mit dem kleinen Mikro oder tatsächlich auch manchmal so. Das werde ich dir auch gleich nochmal demonstrieren. Aber es geht wirklich darum, so kleine, kurze Abschnitte zu machen. Ich mache jetzt mal ganz kurz für dich eine Aufnahme, um dir das mal zu zeigen, was da eigentlich schon ausreicht. Und zwar habe ich jetzt auf meinem Handy diese Audio-Rec-App, von der ich schon gesprochen habe. Wenn ich die öffne, dann sieht das so aus. Kleines Momentchen. So öffnet sich das. Ich hoffe, du kannst das sehen.
Und du siehst hier unten auch diesen kleinen Aufnahmeknopf, mit dem ich das dann machen kann. Jetzt nehme ich einfach mal ein paar Sekunden, also 20 Sekunden ungefähr oder 10 Sekunden, so ein kurzer Mini-Abschnitt reichen manchmal schon aus. Das mache ich mal kurz für dich. Das waren jetzt 12 Sekunden. Die sind jetzt hier aufgenommen, ganz automatisch. Und wenn ich das jetzt abspiele, genau. Also es geht erstmal nur darum, festzustellen, wie die Noten klingen, darum, ob das, was ich da jetzt gerade höre, mit dem übereinstimmt, was ich denke. Also ich kann jetzt zum Beispiel schon feststellen, boah, das klingt aber noch sehr nach Guten Morgen und noch nicht eingespielt und alles noch so ein bisschen mupfig oder so. Und ich hätte gedacht, dass ich klarer artikuliere, habe ich aber nicht. Und das weiß ich aber erst, wenn ich das aufgenommen habe und wenn ich mir einen Eindruck davon machen kann, ne? Also hier kann ich mir auch zum Beispiel angucken, bei diesem kurzen Abschnitt haben wir das auch schon gehört, ne? Ich war nicht ganz präzise. Und das stelle ich aber erst fest, wenn ich das mir ganz genau anhöre. Und ich könnte auch mir die Dynamik genauer angucken. Ich könnte das Vibrato, also nach diesem kurzen Abschnitt schon, könnte ich das Vibrato gut beurteilen, die Phrasierung, die Artikulation, alles Mögliche. Also du kannst für dich wirklich gut entscheiden, auf welche Kriterien du dann achtest. Im Nachhinein, ne? Du musst gar nicht unbedingt, während du das aufnimmst, dir darüber bewusst sein, was du da alles für Komponenten aufnimmst. Ne? Also du kannst ja nicht auf alles gleichzeitig achten, aber du kannst es im Nachhinein halt wirklich beurteilen. Okay. Beim Videoaufnehmen, da kommt dann noch dazu, dass du dir viel, viel besser als vorm Spiegel bewusst wirst, wie deine Körperhaltung eigentlich ist, was deine Bewegungsmuster sind und auch der Gesichtsausdruck und dein Spielen, also wie das beeinflusst wird und wie du überhaupt klingst, ne? Und all diese gesammelten Informationen beeinflussen natürlich sehr, sehr, also das beeinflusst halt deinen Eindruck oder das beeinflusst dein Spiel, also was du da siehst, was du da hörst. Und das bedeutet aber, wenn du dir das angehört hast, ne? Also wenn du das so deine Liste da machst und sozusagen sammelst, wie klang das jetzt und wie waren die Dynamik und wie waren das Vibrato oder so, dass du das wirklich mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Ohr machst und wirklich so, als wärst du dir selbst die Lehrerin oder der Lehrer und als würdest du genauso wohlwollend sein, als würdest du mit einem Schüler oder mit einem Kind oder mit einer guten Freundin oder einem guten Freund sprechen. Also neutral möglichst formulieren, was du da wahrnimmst und nicht abwerten, was du da wahrnimmst. Und eben sachliche Informationen sammeln. Also wenn dir zum Beispiel was wegkiekst oder so, dann liegt es halt nicht daran, dass du jetzt gerade einen scheiß Ton gespielt hast, um es mal auf Deutsch zu sagen, sondern es liegt daran, dass die Luft nicht richtig getroffen hat, dass vielleicht irgendwas nicht gedeckt hat, dass die Luft zu langsam oder zu schnell war. Also nimm das als Information für dich, und sammle diese Informationen erstmal, ne? Es geht nämlich auch immer darauf, darum, diesen Umgang mit dir selbst auch zu üben, dass du ermutigend, und auf Entwicklung ausgerichtet bist und nicht, so diese Fehlersuche, die wir ja meistens noch gelernt haben, beibehältst. Und dann geht es darum, aus den Informationen, die du da gesammelt hast, so ein bisschen smartere Ziele zu formulieren, ne? Also, dass du dir dann daraus so einen Übeplan machen kannst. Und smarte Ziele, das kommt aus dem Englischen, das ist mir auch erst in meiner Coaching-Ausbildung begegnet. Das S steht dabei für spezifisch, das M steht für messbar. Das A steht für attraktiv, ne? Und dass es erreichbar ist. Und das R für die Erreichbarkeit nochmal, also für das Realistische und das T für terminiert, also zeitlich, ne? Für Time.
Und dass du wirklich ganz genau festlegst, was du da erreichen möchtest, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Übeplan machst. Und du kannst eben entscheiden, woran du arbeiten möchtest, was dein Fokus sein soll, was deine Fortschritte sein sollen, und nimmst dann aber nach Möglichkeit für einen bestimmten Abschnitt nur eine einzige Sache in den Fokus und in dein Ziel. So, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, also ich habe darüber gesprochen, warum überhaupt Aufnahmen wichtig sind. Du hast ganz einfache Aufnahmemöglichkeiten mit dem Handy und mit Audiorekordern kennengelernt. Dann habe ich dir gesagt, worauf du achten solltest nach Möglichkeit, wenn du dir selbst zuhörst und dich beurteilst und die Informationen sammelst und wie du daraus einen Übeplan machst und die Übeziele smart formulierst. Und schließlich, wie du dir selbst eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer sein kannst und deine Fortschritte auch dokumentieren kannst. Und also nochmal zur Erinnerung, nur ein Fokus, ein Übe-Journal, Journal für Notizen kannst du dir anlegen. Ich werde dir auch was verlinken hier drunter, so einen Übeplan, mit dem du gut arbeiten kannst. Und schließlich, dass du dabei auch deinen Körper, deine Emotionen und deine Gedanken und deinen inneren Monolog beachtest und dass du das mitübst. Und es braucht eine Weile, bis es zu einer neuen Gewohnheit wird, dich aufzunehmen und dich selbstbestimmt dann weiterzuentwickeln. Aber es lohnt sich total, weil du eben selbst definieren kannst, woran du arbeiten möchtest. Du kannst deinen eigenen Geschmack sozusagen weiterentwickeln und du kannst deinem eigenen Geschmack folgen, ne? Und es lohnt sich auch, was ich hier unter dem Video noch an Ressourcen für dich bereitlege. Da kannst du auch noch mal gucken. Du kannst auch auf meiner Seite susannewagner.art noch mal gucken, was da so an Ressourcen für dich ist und dich da auch noch mal selbst versorgen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach eine Mail. Und jetzt ansonsten viel Freude erstmal beim Aufnehmen und beim dir selbst zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.